Vom 27. bis zum 30. Juni 2019 zog es ca. 40.000 Teilnehmer in die Kölner Messe, um die neueste Ergänzung zur deutschen Convention-Szene zu begutachten. Die Comic-Con Experience Cologne. Auch wir waren gespannt, was die neue Messe zu bieten hat und haben uns für euch umgesehen. Die CCXP erstreckte sich in diesem Jahr über zwei Hallen der Kölner Messe und zwei Außenbereiche zwischen diesen. In Halle 8 fiel sofort der Harry Potter Themenbereich auf, an den auch ein großer, exklusiver Elbenwald-Store angegliedert war. Außerdem feierte Warner Brothers mit ihrer Ausstellung das 80-jährige Jubiläum von Batman. Auch Marvel war mit einem großen Stand vertreten. Und neben noch ein paar anderen interaktiven Filmständen war auch die Meet and Greet und Autogramm Area in dieser Halle untergebracht. Ebenfalls in Halle 8 fand sich die sogenannte Minicon, eine Spielarea und Kinderbetreuung ganz im Zeichen von Pets 2. Ein besonderes Highlight der CCXP war die sogenannte Thunder Stage, auf der das meiste Programm stattfand. Egal ob Panels mit Stargästen, Konzerte oder ein Cosplay-Wettbewerb, hier wurde wirklich jeder Programmpunkt zum einzigartigen Spektakel. Spektakel gab es aber nicht nur in Halle 8. Gerade die Fangruppen in Halle 7 sorgten regelmäßig für tolle Momente. Und die liebevoll gestalteten Stände waren ein absolut lohnender Anblick. Doch auch Merchandise und Comics kamen in Halle 7 keinesfalls zu kurz. Es fielen vor allem die originellen Stände auf, die man zu großen Teilen noch auf keiner anderen deutschen Convention gesehen hatte. Dort gab es zum Beispiel aufwendig gearbeitete Figuren oder offizielle Artworks aus den Harry Potter Filmen. Eine Besonderheit der CCXP Cologne, die im Vorhinein für viel Skepsis sorgte, war die Integration der ehemaligen RPC. Ein Ergebnis dieser Integration war der große Tabletop-Bereich in Halle 7. An diversen Tischen hatten Aussteller und Spieler die Möglichkeit, sich auszutauschen. Leider war der Bereich an allen 4 Tagen nur spärlich besucht, obwohl es einiges zu entdecken gab. Ein weiterer Bereich in Halle 7, der leider ein wenig versteckt lag und deswegen ebenfalls nur wenig genutzt wurde, war das Lesecafé. Doch nicht nur Autoren konnten sich präsentieren. Auch Künstler und Kunstinteressierte konnten in Halle 7 einiges entdecken. In der großzügigen Artist Alley stellten sowohl international renommierte Zeichner als auch kleinere Künstler ihre Werke zur Schau. Und mit den Ständen von der Künstlershop und Faber-Castell war auch für den Zeichenbedarf einiges geboten. Ein wichtiges Thema auf jeder deutschen Convention? Cosplay. Und auch das kam auf der CCXP keinesfalls zu kurz. Einige namhafte Größen der deutschen Cosplay-Szene waren mit Stand oder als Ehrengäste vertreten, und jeder hatte die Chance, sich bei EOS Andy oder Freitagfotografie ablichten zu lassen. Durch die schon erwähnte Integration der RPC durften natürlich weder der Mittelaltermarkt noch das Wasteland auf der CCXP fehlen. Allerdings ließen beide Bereiche den gewohnten Charme vermissen. Insbesondere auf dem Mittelaltermarkt sorgte der große Abstand zwischen den Ständen und die fehlende Bühne für einigen Unmut und wenig Flair. Dennoch ließen sich die Besucher, Aussteller und Ehrengäste nicht davon abhalten, das ein oder andere Spontankonzert auf die Beine zu stellen. Insgesamt haben wir die CCXP als gut durchdachte Messe mit viel Potenzial erlebt, die gerade optisch einiges zu bieten hatte. Dennoch gab es einige Punkte, an denen nachgebessert werden sollte, um die nächste Messe vom 25. bis zum 28. Juni 2020 noch attraktiver zu machen.